Bevor wir eine Aktie kaufen, müssen wir uns immer folgende Frage stellen. Ist diese Aktie aktuell günstig, fair oder zu teuer bewertet? Aber wie kann ich nur mit kostenlosen Tools herausfinden, ob die Aktie gut oder schlecht ist, da ich genauso wie du ein Privatanleger bin und keine teuren Trading- und Auswertungstools besitze, zeige ich dir Schritt für Schritt, wie ich persönlich an die Aktienbewertung herangehe, was ich dabei beachte und welche kostenlose Tools und Websites ich benutze. Das Video ist etwas umfangreicher geworden als geplant, also hol dir Popcorn und wir starten mit dem Schritt 1 Unternehmenssitzcheck. Normalerweise, je länger du an der Börse aktiv investierst, desto mehr Unternehmen lernst du kennen und weißt ungefähr, was das Unternehmen macht und in welchem Land es seinen Hauptsitz hat. Wenn ich eine unbekannte Aktie oder ein unbekanntes Unternehmen analysieren möchte, lese ich zunächst die kurze Beschreibung darüber, was das Unternehmen macht und dann schaue ich tatsächlich im ersten Schritt, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Warum ist das sehr wichtig? Weil wir unser Geld langfristig in das jeweilige Unternehmen investieren möchten und es ist entscheidend, dass das Unternehmen über die Jahre hinweg stabil und sicher existieren und wachsen kann. Ich habe in meinem Portfolio mehrere negative Beispiele, bei denen ich damals den Firmensitz ignoriert habe und das hat mir einige tausend Euro gekostet. Zum Beispiel chinesische Aktien wie Alibaba, die ich 2020 gekauft habe und die seitdem um 70% im Minus liegen, oder russische Aktien wie Lukoil und Gazprom, die man als Totalverlust bezeichnen kann, da der Handel mit russischen Aktien in der westlichen Welt nicht mehr möglich ist. Deine Investition ist nicht sicher, wenn ein Diktator die Kontrolle über den Staat übernimmt, den freien Markt kontrolliert oder wenn es gar zu einem Krieg mit anderen Ländern kommt. Das bedeutet, wenn ich eine Aktie betrachte und der Firmensitz nicht in den USA, Großbritannien oder der EU ist, dann spare ich mir den Rest und schaue mir die Aktie gar nicht weiter an. Schritt 2. Chartcheck. Im nächsten Schritt werfe ich immer einen Blick auf den Chart. Anhand des Kursverlaufs kann ich schnell entscheiden, ob die Aktie für mich interessant ist oder nicht. Wenn die Aktie derzeit bei All-Time-High steht oder in letzter Zeit ungewöhnlich stark gestiegen ist, schaue ich mir die Aktie normalerweise nicht weiter an. Warum? Weil die besten Angebote oft dann zu finden sind, wenn der Preis reduziert ist. Wenn du mitten im Hype etwas kaufst, zahlst du in der Regel viel mehr dafür, als es eigentlich wert ist. Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag sind die PlayStation 5 Preise in den Jahren 21 und 22. Während des Hypes kosteten die Konsolen bei eBay bis zu 900 Euro, aber jetzt in 2024 bekommst du sie sogar unter dem UVP von 550 Euro. In meinem Depot sind die Gaming-Aktien Stillfront Group und Ten Square Games ein schmerzhafter Reminder dafür, dass es besser ist, die Finger von bereits stark gestiegenen Aktien zu lassen. Seit ich sie gekauft habe, sind sie nämlich um 70-90% im Wert gesunken. Daher suche ich jetzt nach Aktien, die in der Vergangenheit nachhaltig im Kurs gestiegen sind, aber derzeit einen kurzfristigen Abwärtstrend zeigen. Persönlich habe ich bereits eine umfangreiche Watchlist, schaue mir aber gerne weitere Aktien an, die in den letzten 12 Monaten um mindestens 20% gefallen sind. Das ist meine Sicherheitsmarge beim Aktienkauf. Dazu kann man beispielsweise auf finanzen.net gehen, nach dem S&P 500 oder einen anderen Index suchen, auf Listen klicken und in der Spalte sieht man Jahresperformance der Aktie bzw. um wie viel Prozent sie im letzten Jahr gefallen ist. Dann gehe ich alle Unternehmen durch und schaue mir die Verlierer genauer an. Wenn mir das Unternehmen nicht bekannt ist, dann ist es eine gute Gelegenheit, das kennenzulernen. Ich persönlich lese ganz grob über die Branche und die Tätigkeit nach. Wenn mir die Tätigkeit und der Aktienkurs interessant erscheinen, gehe ich zum Schritt 3. Schritt 3. KGV-Check. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV, gibt, wie der Name bereits sagt, das Verhältnis des aktuellen Aktienkurses zum Gewinn an. Mehr verbirgt sich dahinter nicht. Aber was macht ein gutes oder schlechtes KGV aus?
Zu diesem Thema gibt es sicherlich hunderte von YouTube-Videos, aber ich möchte dir einfach die wichtigsten Punkte nennen, die ich beim Lesen des KGV im Hinterkopf behalte. Das KGV variiert je nach Branche. Zum Beispiel liegt das KGV für Ölaktien in der Regel zwischen 5 und 13, während es für Tech-Aktien zwischen 20 und 40 liegt. Daher kann man nicht generell sagen, ob ein KGV von 20 günstig oder teuer ist. Das KGV variiert je nach Land. Bei US-Aktien ist das KGV fast immer höher als bei europäischen Aktien, weil die USA als Investitionsland historisch gesehen bessere Rendite erzielen. Wenn beispielsweise britisches BP ein KGV von 8 hat und amerikanisches Exxon ein KGV von 13, bedeutet das nicht automatisch, dass Exxon teuer ist. Meine russischen Aktien hatten damals ein KGV von 3 bis 4 und jetzt verstehe ich, warum sie so günstig waren. Unternehmen mit einem KGV von über 40 betrachte ich persönlich als teuer und ich schaue sie in der Regel nicht weiter an. Bei meinen Wachstumsaktien hatten nur Amazon und Nvidia ein KGV von über 40. Alle anderen Aktien hatten beim Kauf ein deutlich niedrigeres KGV. Zurück zum Thema KGV-Check, worauf ich persönlich beim KGV achte. Da ich nach gefallenen Aktien suche, möchte ich herausfinden, ob diese Preiskorrektur berechtigt ist, beispielsweise aufgrund stark sinkende Gewinne oder ob es übertrieben war, etwa während einer Angstphase an der Börse. Dafür betrachte ich das historische KGV und das zu erwartende KGV, also KGVE. Schauen wir uns mal meine letzten beiden Käufe an, Realty Income und Starbucks. Ich nutze dazu mehrere kostenlose Websites. Ich schaue erstmal auf onvista.de vorbei und da suchen wir nach Starbucks. Hier sehen wir ein KGV von 22, was für amerikanische Value-Aktien im Durchschnitt ganz okay ist. Ich klicke drauf und vergleiche das aktuelle KGV mit dem historischen KGV. Wir sehen schnell, dass das historische KGV in den letzten 10 Jahren bei 30, 33, 29, 29. Im Jahr 2018 gab es einen Ausreißer, als das KGV unter 20 lag und die Aktie somit sehr günstig bewertet war. Danach lag das KGV wieder bei 30, während der Corona-Pandemie ging es auf 135, dann 33, 35, 26 und in diesem Jahr wird es 22. Für mich bedeutet das, dass die Aktie historisch gesehen relativ teuer bewertet war und dass sie jetzt mit einem KGV von 22 auf jeden Fall interessant ist. Ein weiteres Beispiel ist Realty Income. Ein KGV von 35 für eine US-Value-Aktie ist eigentlich ziemlich hoch. Aber wenn wir das historische KGV betrachten, sehen wir, dass die Bewertung des Unternehmens immer sehr sportlich war und kaum unter 45 lag. Das bedeutet für mich, dass die Aktie jetzt deutlich günstiger bewertet ist als in den letzten 10 Jahren und man sollte sie definitiv genauer analysieren. Um sicher zu gehen, gleiche ich das geschätzte KGVE mit anderen kostenlosen Websites wie Comdirect ab. Auch hier sehen wir bei Starbucks ein KGVE von 22 und bei Realty Income ein KGVE von 35, was nahe an den Werten von Onvista liegt. Wenn ich wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, überprüfe ich das KGVE auch bei finanzen.net. Auch hier ähneln sich die Werte und ich gehe davon aus, dass sie korrekt sind. Schritt 4, Fair Value Check. Als weiteren Indikator, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist, nehme ich gerne den Aktienterminal zur Hand bzw. aktie.tradefox.com. Hier suchen wir einfach nach Realty Income, scrollen etwas nach unten und im Block Bewertung nach Fair Value klicke ich auf Fair Value Gewinn und wähle 3 oder 5 Jahre aus. Die blaue Linie stellt den Aktienkurs dar und die fette Linie zeigt den Fair Value, also den fairen Wert der Aktie. Liegt die blaue Linie bzw. der Aktienkurs über dem Fair Value,
bedeutet das, dass die Aktie in dem Moment überbewertet bzw. zu teuer ist. Liegt die blaue Linie unter dem fetten Strich bzw. unter dem fairen Wert der Aktie, dann ist die Aktie unterbewertet und definitiv interessant. Wie du siehst, liegt der Kurs aktuell unter dem Fair Value und zwar um etwa 30% niedriger. Oben im Punkt KGV haben wir festgestellt, dass das durchschnittliche KGV von Realty Income immer bei etwa 45 lag und aktuell bei 33 liegt, also etwa 30% niedriger. Bei manchen Aktien funktioniert Aktienterminal recht gut und bei manchen nicht wirklich. Zum Beispiel, wenn ich nach Starbucks suche, liefert das Fair Value nach Gewinn merkwürdige Daten. Bei Fair Value nach Umsatz dagegen erhalte ich plausible Daten. Und zumindest hier kann ich erkennen, dass Starbucks aktuell 20-30% unter seinem Fair Value liegt und als Investition definitiv interessant ist. Als Gegenbeispiel nehmen wir den US-Ölriesen Chevron, der sich auf meiner Watchlist befindet, jedoch noch gute 20-30% von meinem Wunschpreis entfernt ist. Die Daten sind hier nicht haargenau, aber du kannst grob erkennen, dass der Aktienkurs über der schwarzen Linie liegt und der Aktienpreis etwa 10% zu hoch ist. Erst wenn die Aktie bei etwa minus 10% landet, wird das Investment für mich interessant. Zusammengefasst ist es mir bei der ganzen KGV und Fair Value Geschichte wichtig, einfach den Trend zu erkennen, wie die Aktie in der Vergangenheit bewertet war und ob sie aktuell günstiger zu haben ist oder nicht. Schritt 5, Wachstumcheck. Wir haben nun eine Aktie ausgewählt, die in der letzten Zeit gefallen ist und laut historischem KGV aktuell günstig bewertet ist, soweit so gut. In diesem Schritt möchte ich mir einen Überblick verschaffen und dazu das historische Wachstum betrachten, um besser zu erkennen, ob die Aktie kurzfristig gefallen ist oder ob sie schon seit Jahren im Abwärtstrend liegt. Ich verwende dazu marketscreener.com, da hier alle Zahlen schön und kompakt dargestellt werden und achte besonders auf folgende Kennzahlen: Umsatzwachstum, Umsatzrendite, Nettogewinn, Nettomarge und Dividende. Lass uns mal Kennzahlen am Beispiel von McDonald's und meiner verlustreichen HelloFresh Aktie betrachten. McDonald's Aktie ist zwar nicht um ganze 20% gefallen, aber wir nutzen sie als guten Kontrast zu der HelloFresh Aktie. Beginnen wir mit dem Umsatzwachstum. Bei McDonald's lag der Umsatz im Jahr 2019 bei 21 Milliarden US-Dollar. Aufgrund von Corona fiel der Umsatz auf 19 Milliarden US-Dollar und dann erholte sich die Aktie und der Umsatz stieg auf 23,2 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2022 stagnierte der Umsatz etwas, aber in den Jahren 2023 und 2024 sehen wir wieder den steigenden Umsatz. Für mich zeigt dies, dass das Unternehmen eine beträchtliche Größe erreicht hat, jedoch weiterhin in der Lage ist, seinen Umsatz zu steigern. Dann schauen wir uns mal den Umsatz von HelloFresh an. Im Jahr 2019 betrug der Umsatz 1,8 Milliarden Euro. Während der Corona-Pandemie stieg der Umsatz des Kochbox-Lieferanten stark an, auf 3,7 Milliarden Euro im Jahr 2020, fast 6 Milliarden Euro im Jahr 2021 und ganze 7,6 Milliarden im Jahr 2022. Im Jahr 2023 stagnierte der Umsatz und für 2024 wird wieder ein steigender Umsatz erwartet. Wenn ich diese beiden Unternehmen nur anhand ihres Umsatzwachstums vergleiche, erscheint HelloFresh für mich viel attraktiver. McDonald's generiert zwar das Dreifache an Umsatz, aber HelloFresh wächst schneller und hat somit mehr Wachstumspotenzial. Umsatzrendite. Es wäre ein dramatischer Fehler, ein Unternehmen nur anhand seines Umsatzwachstums zu beurteilen. Daher betrachte ich immer, wie effektiv und profitabel das Unternehmen sein Kapital einsetzt. Die sogenannte Umsatzrendite gibt uns Auskunft darüber, wie viel Prozent des Umsatzes am Ende als Gewinn verbleiben. Bei McDonald's betrug die Umsatzrendite im Jahr 2019 ganze 43%. Während der Corona-Pandemie fiel sie deutlich auf 36%. Stieg jedoch 2021 wieder auf 43%.
40% und dann weiter auf 44%, 47% und in 2024 wird sie zwischen 46% und 47% erwartet. Das bedeutet, dass McDonald's dieses Jahr aus $100 Umsatz einen satten Gewinn von 47 US-Dollar erzielen wird. Wenn man im Internet nachschaut, im Durchschnitt liegt die Umsatzrendite meist zwischen 5 und 10%, was bedeutet, dass McDonald's deutlich mehr Cash generiert als der Durchschnitt. Natürlich hängt die Umsatzrendite stark von der Branche ab, aber lass uns mal die Umsatzrendite bei HelloFresh betrachten. Im Jahr 2019 war die Umsatzrendite negativ, stieg jedoch 2020 auf solide 11%. Ab 2021 halbierte sie sich jährlich und für 2024 wird nur noch eine Umsatzrendite von 1,06% erwartet. Das heißt, aus 100 Euro Umsatz generiert HelloFresh einen Gewinn von 1,06 Euro. Du spürst den Unterschied, oder? 1% und 47%. Dann schauen wir uns an, was tatsächlich nach Steuern und Abschreibungen im Unternehmen übrig bleibt. Dazu können wir die Kennzahl Nettoergebnis und Nettomarge verwenden. Für McDonald's wird 2024 geschätzt, dass 8,8 Milliarden US-Dollar bleiben mit einer Nettomarge von starken 33%. Bei HelloFresh sind es 6,2 Millionen Euro und eine Nettomarge von 0,08%. Wenn ich diese Zahlen sehe, frage ich mich immer, was passiert mit den Unternehmen, wenn eine längere Phase wirtschaftlicher Schwäche oder sogar eine Wirtschaftskrise eintritt. Wenn bei McDonald's die Gewinne schrumpfen, kann die Nettomarge von 33% sowas verkraften und das Unternehmen bleibt trotzdem sehr profitabel. Aber was passiert mit HelloFresh und einer Nettomarge von 0,08%, wenn die Wirtschaft schwächelt? Genau, dann macht das Unternehmen Verluste, was im schlimmsten Fall zu Insolvenz führen kann. Und mein investiertes Geld ist so gut wie weg. Bye bye! Was kann man daraus schlussfolgern? Dass McDonald's auch bei einem All-Time-High ein besseres und sicheres Investment ist als die stark gefallene HelloFresh-Aktie. Dividenden. In letzter Zeit konzentriere ich mich zunehmend auf Aktien, die eine Dividende ausschütten und überprüfe gerne, ob ein Unternehmen eine Dividende zahlt und wie sich diese entwickelt hat. Die Dividendenentwicklung kann auf verschiedenen Websites geprüft werden, zum Beispiel auf Market Screener oder Aktienterminal unter Dividendencheck. Es ist spannend zu wissen, wie hoch die durchschnittliche Dividende der letzten Jahre war, wie hoch sie aktuell ist und wie sie im nächsten Jahr ausfallen wird. Es ist besonders wichtig, dass die Dividende mehrere Jahre in Folge ohne Unterbrechung ausgeschüttet wurde und kontinuierlich erhöht wurde. Realty Income hat zum Beispiel 29 Jahre lang ununterbrochen eine Dividende gezahlt und sie jedes Jahr um etwa 3% erhöht. Für mich ist das ein Indikator dafür, dass das Unternehmen stabile Gewinne generiert und seine Aktionäre nachhaltig belohnt. Eine Dividendenrendite von 3-6% gilt als optimal. Alles, was darüber liegt, muss sorgfältig geprüft werden, da es sein kann, dass das Unternehmen durch die hohe Ausschüttung irgendwann finanzielle Probleme bekommt. Allerdings gibt es auch Unternehmen wie Altria oder British American Tobacco, die über die Jahre hinweg Dividenden von 10% und mehr gezahlt haben und dennoch ihre Geschäfte erfolgreich steigern könnten. Schritt 6. Prognosecheck. Bei Prognosen bin ich immer vorsichtig, da sie oft zu optimistisch sind. Mir geht es einfach darum, den allgemeinen Trend zu erkennen und herauszufinden, ob das Unternehmen in den nächsten Jahren mehr, weniger oder etwa gleich viel verdienen wird. Früher oder später kommt der Aktienkurs mit den Gewinnen mit. Das bedeutet, wenn die Gewinne steigen, wird früher oder später auch der Aktienkurs steigen und umgekehrt. Als ich Realty Income analysiert habe, habe ich einfach die Aussichten für die nächsten Jahre auf Market Screener überprüft, um herauszufinden, in welche Richtung sich die Gewinne voraussichtlich entwickeln werden. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz etwa 4 Milliarden US-Dollar. Für dieses Jahr wird ein Anstieg auf 4,5 Milliarden erwartet.
im Jahr 2025 auf 4,7 Milliarden US-Dollar steigen und in 2026 wieder auf ca. 4,6 Milliarden US-Dollar sinken. Ähnlich wie beim Umsatz wird auch eine deutliche Verbesserung der Umsatzrendite ab 2024 erwartet im Vergleich zu den Vorjahren. Die Nettomarge soll von 20% auf 30% steigen und auch die Dividende wird voraussichtlich steigen. Natürlich handelt es sich hierbei nur um Schätzungen und niemand kennt die Zukunft genau. Aber auf dieser Grundlage kann ich grob entscheiden, ob diese Aktie Zukunftspotenzial hat oder nicht. Als Gegenbeispiel betrachten wir die stark gefallene Aktie des US-Unternehmens Leggett & Platt. In den letzten Jahren sind die Umsätze und Gewinne des Herstellers von Möbelkomponenten kontinuierlich gesunken. Wenn ich nun die Prognosen betrachte, der Umsatz soll in den nächsten 3 Jahren ungefähr gleich bleiben, während der Gewinn und die Nettomarge im Jahr 2025 zunächst besser werden sollen, um dann im Jahr 2026 wieder zu sinken. Das heißt für mich, dass die Aussichten hier nicht besonders vielversprechend sind. Schritt 7, Free Cashflow Check. Damit das Unternehmen langfristig existieren kann, muss es genügend Kapital besitzen. Je mehr Geld das Unternehmen in der Kasse hat, desto sicherer ist seine Zukunft. Das Geld kann für Wachstum, Übernahmen, Aktienrückkauf oder als Rücklage für schlechte Zeiten verwendet werden. Deshalb prüfe ich bei den Aktienanalyse immer den Cashbestand. Als sehr gutes Beispiel nehmen wir einfach Alphabet, bei dem ich ebenfalls investiert bin. Bei Market Screener siehst du den Cashbestand in der Zeile Free Cashflow. In 2024 wird Alphabet voraussichtlich ganze 80 Milliarden US-Dollar in der Kasse haben und ich vermute, aufgrund von KI-Geschäften wird dieser Betrag noch weiter steigen. Daher wird der geschätzte Free Cashflow in 2025 bei 91 Milliarden US-Dollar und in 2026 sogar bei ganzen 108 Milliarden US-Dollar liegen. Im Diagramm zeigt die blaue Säule den positiven Cashflow und die schwarze Säule den Umsatz. Wenn ich so ein Diagramm sehe, bedeutet das Folgendes für mich. Alphabet hat sehr viel Geld und ist somit sehr frei und flexibel in seinen Geschäften. Das Geld kann für Reinvestitionen, Übernahmen, Forschung und Entwicklung und so weiter verwendet werden, was dem Wachstum noch stärker zugutekommen kann. Das Unternehmen ist quasi schuldenfrei, da es alle Verbindlichkeiten sofort und ohne größere Probleme ausgleichen kann. Deshalb befindet sich die blaue Säule Barmittel Schulden im positiven Bereich. Andernfalls würde sie unterhalb der Nulllinie liegen. Somit kann Alphabet auch schwierige Zeiten locker überstehen. Trotz des hohen Cashbestands steigen die Umsätze weiterhin stabil, was bedeutet, dass das Wachstum nicht so kapitalintensiv ist. Für mich ist dies eine Top-Bilanz und was die Liquidität des Unternehmens betrifft, mache ich mir gar keine Sorgen. Aber lass uns mal eine andere Position in meinem Portfolio betrachten, bei der ich nicht so entspannt sein kann. Das ist die Bilanz des Immobiliengiganten Realty Income. Wie du sofort erkennen kannst, gehen die blauen Säule komplett in die andere Richtung und liegen alle unterhalb der Nulllinie. Das bedeutet, dass das Unternehmen extrem viele Schulden hat. Und wenn du den Verlauf betrachtest, werden die Schulden immer höher. Welche Informationen kann ich aus dieser Bilanz für mich mitnehmen? Die Steigerung des Umsatzes ist sehr kapitalintensiv, was bedeutet, dass Realty Income einfach mehr Schulden aufnehmen muss, um mehr Wachstum zu generieren. Die Verschuldung ist generell sehr hoch und wird voraussichtlich weiter steigen. In manchen Branchen ist eine hohe Verschuldung oft üblich, aber wenn das Wachstum durch steigende Verschuldung finanziert wird, ist das für mich ein Warnsignal und ich muss die Verschuldung immer im Auge behalten. Besonders wenn sich der Verschuldungsgrad ändert, muss ich aufpassen. Wir sehen hier einen noch stabilen Verschuldungsgrad von 5 bis 6. Das heißt, das Unternehmen nimmt neue Schulden proportional zum Wachstum auf. Wenn der Verschuldungsgrad jedoch auf 7-fache oder 8-fache oder sogar noch höher steigen würde, wäre das für mich ein Signal, dass das Unternehmen seine Schulden nicht mehr im Griff hat und das Risiko einer Insolvenz steigt. Alarm!
Alarm! Es ist ratsam, auch die historische Verschuldung und die Verschuldung der Konkurrenz zu berücksichtigen. Es kann sein, dass eine solche Verschuldung in der Branche üblich ist und Unternehmen dieser Art seit Jahrzehnten so existieren. Ein weiteres Warnsignal bei Realty Income ist für mich der Free Cashflow. Oder besser gesagt die Abwesenheit von Free Cashflow. Wie du siehst, gibt es ab dem Jahr 23 keinen positiven Cashflow mehr. Was bedeutet, dass das Unternehmen anscheinend gar kein Bargeld mehr in der Kasse hat. Aber wie kann ein Unternehmen ohne Geld weiter wachsen? Alle börsennotierten Unternehmen greifen in der Regel auf ein Instrument zurück, das Kapitalerhöhung genannt wird. Und so kommen wir zum Schritt 8, Anzahl Aktiencheck. Eine Kapitalerhöhung bedeutet nichts anderes als die Ausgabe neuer Aktien. Dadurch kann sich das Unternehmen neues Kapital beschaffen. Dies wird als Verwässerung bezeichnet und für die Altaktionäre bedeutet es schlechte Nachrichten, da ihre Aktien an Wert verlieren. Stell dir vor, du besitzt 5 von insgesamt 10 Anteilen, was 50% entspricht. Und dann werden weitere 10 Anteile emittiert. Du besitzt nun 5 von insgesamt 20 Anteilen und dein Unternehmensanteil beträgt nur noch 25%. Das ist grundsätzlich immer nachteilig für die bestehenden Aktionäre. Um sicherzustellen, dass ich nicht verarscht werde, schaue ich mir gerne die Anzahl der ausgegebenen Aktien an. Dafür benutze ich beispielsweise diese Webseite. Wenn wir uns die historische Aktienanzahl von Realty Income anschauen, wird es schnell klar, dass das Unternehmen in den letzten 30 Jahren immer wieder Kapitalerhöhungen durchgeführt hat und somit das Kapital für Wachstum geschaffen hat. Dadurch hat sich der Aktienkurs in den letzten Jahrzehnten nicht so stark entwickelt, da immer wieder neue Aktien ausgegeben wurden. Doch hier handelt es sich um einen Sonderfall, bei dem das Unternehmen fast jährlich neue Aktien ausgegeben hat, aber dennoch für Aktionäre attraktiv geblieben ist. Lass uns mal einige Beispiele betrachten, wo genau das Gegenteil passiert, nämlich wenn das Unternehmen seine Aktien zurückkauft und somit die Aktienanzahl reduziert. Bei Alphabet sehen wir zum Beispiel, dass die Aktien seit 2018 immer wieder zurückgekauft werden. Dadurch werden wir als Aktionäre indirekt belohnt, da unser Unternehmensanteil etwas größer wird. Und zum Beispiel Apple hat seit 2018 über 25% seiner Aktien zurückgekauft, was sich positiv auf den Aktienkurs ausgewirkt hat. Ganz grob gesagt, Aktienrückkauf oder eine gleichbleibende Aktienanzahl sind generell gut, die Ausgabe neuer Aktien ist nicht gut. Und hier muss man sehr genau hinschauen, wie das Unternehmen dieses frische Kapital verwendet und ob es dem Wachstum zumindest proportional zugutekommt. Schritt 9, Eigenkapitalcheck. Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden und zeigt, was am Ende im Unternehmen verbleibt, wenn man das Fremdkapital vom Gesamtkapital abzieht. Eine gute Eigenkapitalquote liegt meistens zwischen 20% und 40% und signalisiert eine sichere und bessere finanzielle Stabilität. Meist gehe ich nicht in die Details und führe einen kurzen Check bei Comdirect durch, um einfach und schnell die Eigenkapitalquote zu erfahren. Als meine Wahl damals zwischen British American Tobacco und Altria lag, war das Eigenkapital tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich mich am Ende für British American Tobacco entschieden habe. Die Marktkapitalisierung, Dividendenrendite und Gewinne waren bei den beiden nahezu identisch. Aber wie wir hier sehen, hat BAT eine Eigenkapitalquote von 45% und Altria minus 9%. Bilanztechnisch gesehen ist Altria also überschuldet, da ihre Schulden das Eigenkapital übersteigen. Aus diesem Grund kaufe ich lieber Aktien von BAT, weil BAT hat einfach mehr verfügbare Mittel wie Cash, Rücklagen und so weiter und somit finanziell besser aufgestellt ist. Allerdings, wenn man auch McDonald's oder Starbucks analysiert, muss man ebenso eine negative Eigenkapitalquote beobachten. Was jedoch nicht direkt heißt, dass diese Unternehmen schlecht sind. Hier ist es einfach eine Besonderheit, dass McDonald's und Starbucks ihren Cash gegen eigenen Aktien tauschen und so quasi ihre Eigenkapitalbilanz technisch verringern. Hier als Beweis sieht man, wie die Anzahl der Aktien immer kleiner wird. Zusammengefasst bedeutet dies, wenn die Eigenkapitalquote
Einmalquote über 20% liegt, ist alles okay. Ist sie unter 20% oder negativ, sollte man nicht direkt in Panik geraten, sondern etwas tiefer graben und prüfen, warum das Eigenkapital so niedrig ausfällt. Schritt 10, Aktionärecheck. Dieser Schritt ist nicht so entscheidend, aber ich schaue gerne in die Aktionärstruktur des Unternehmens rein. Wenn unter den Aktionären die größten Fonds wie Vanguard, BlackRock oder Fidelity im Boot sind, dann kann ich persönlich daraus schlussfolgern, dass es hier nicht um ein Scam- oder Betrugsunternehmen handelt. Diese Information steht auch auf vielen Websites, aber manchmal unterscheiden sich die Daten. Daher würde ich empfehlen, die Daten auf mehreren Webseiten zu überprüfen. Schritt 11, Konkurrenzcheck. Um den Burggraben und die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens besser zu analysieren, sollte man vor dem Aktienkauf immer die Konkurrenz studieren. Der Schritt ist in der Praxis sehr aufwendig, weil du erstmal herausfinden musst, welche Unternehmen direkte Konkurrenten sind, und dann musst du bei diesen Konkurrenten die gleiche Schritt-für-Schritt-Analyse durchführen, um zu verstehen, welches Unternehmen nun besser aufgestellt ist. Bei solchen Konzernen wie Alphabet oder Microsoft kann man nicht wirklich eine vergleichbare Konkurrenz finden, aber bei normalen Unternehmen gibt es immer Konkurrenten. Ich persönlich benutze dafür wiederum den Market Screener. Ziemlich unten rechts ist hier ein Block mit weiteren Unternehmen aus der Branche dargestellt, wo ich relativ schnell auf eine Liste mit Konkurrenten komme. Wenn ich hier auf den Sektor bzw. die Branche klicke, komme ich zu einer Übersicht mit den vergleichbaren Unternehmen. Und da kann ich mir zum Beispiel nach der Kapitalisierung sortieren, um direkt die größten Konkurrenten aus der Branche zu analysieren. Übrigens findet man in diesem Schritt oft gute Unternehmen, die nicht so in den Nachrichten erwähnt werden, aber dennoch viel günstiger bewertet sind. Wenn dein Unternehmen nach der Analyse mit deutlich schlechteren Zahlen dasteht, ist es ein Zeichen, dass man die Aktie vielleicht doch nicht kaufen sollte. Wenn dein Unternehmen in der Branche jedoch gut positioniert ist und was das KGV oder was Gewinnwachstum angeht attraktiver dasteht, dann kann man bei diesem Schritt einen Pluspunkt vergeben. Kurz gesagt, dieser Schritt hilft mir sicherzustellen, dass ich keinen Branchen-Outsider in mein Portfolio kaufe. Schritt 12. Burggraben, eigene Gedanken. Nachdem ich alle Schritte durchgegangen bin, ein Bild vom Unternehmen bekommen habe und die Konkurrenz studiert habe, stelle ich mir immer die Frage, wird es dem Unternehmen gelingen, in den nächsten 10 Jahren das gleiche Wachstum zu generieren und somit konkurrenzfähig zu bleiben? Wir sind natürlich keine tiefgreifenden Analysten oder Warren Buffets und können die Zukunft nicht vorhersagen. Deshalb können wir die Frage nur sehr geschätzt beantworten. Ob Alphabet, Microsoft, British American Tobacco, Starbucks oder McDonald's in den nächsten 10 Jahren immer noch profitabel dastehen werden? Ja, da bin ich mir fast ziemlich sicher. Bin ich bei HelloFresh auch so sicher? Eher nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie mit einer anhaltenden Nettomarge von unter 1% starke finanzielle Probleme bekommen könnten. Der Burggraben ist sehr wichtig, damit die Unternehmensgewinne nicht von der Konkurrenz aufgefressen werden und deine Investition gesichert ist. Deshalb habe ich immer noch keine Tesla-Aktien in meinem Depot, weil ich bei Tesla keinen echten Burggraben sehe. Tesla ist zwar in der Technik schon einen Schritt voraus und bietet bis jetzt die besten Elektroautos an, aber es sind für mich immer nur noch Autos, die andere Automobilhersteller mit der Zeit nachbauen werden. Wie ich auch in 2021 und 2022 erwartet habe, es werden andere Konkurrenten mit vergleichbaren Elektroautos kommen und den Markt erobern. Und dann kommt es zum Preiskampf und dann verdient Tesla etwa so viel wie alle anderen Automobilhersteller. Genauso wenn du jetzt in Nvidia, den Marktführer von KI-Chips, investierst, musst du daran denken, dass auch andere große Tech-Unternehmen wie Microsoft, Alphabet, Meta oder Amazon ins lukrative KI-Geschäft einsteigen werden und somit ein Stück vom Kuchen abbeißen. Das ist wirklich der grobe Ablauf, wie ich persönlich eine Aktie analysiere und was ich dabei beachte. Natürlich gibt es viele andere Kennzahlen, die bei der Aktienbewertung helfen können, aber in meiner Anleitung habe ich wirklich die Must-Haves erwähnt. Du kannst dir gerne eine Checkliste machen und bei den jeweiligen
Schritten ein Okay oder ein Nicht-Okay notieren. Wenn beispielsweise beim Schritt Schulden und Aktienanzahl ein Nicht-Okay ist, dann schaue einfach bei den vergleichbaren Unternehmen nach. Es kann sein, dass es in der Branche üblich ist und dann im Endeffekt doch kein echtes Warnzeichen bedeutet. Zusätzlich schaue ich vor dem Kauf in die Jahres- und Quartalberichte von den Unternehmen rein, um die Informationen aus den oben genannten Websites etwas zu überprüfen und gegebenenfalls auch weitere Schätze oder Warnsignale zu finden. Ich weiß, ich bin kein Warren Buffett und meine Analyse kann keine hundertprozentige richtige Ergebnisse liefern, aber das ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel als Privatanleger ist es, wirklich schlechte und überbewertete Unternehmen zu erkennen und zu vermeiden. Somit reduziere ich das Risiko von Fehlinvestitionen. Ansonsten würde ich mich über dein Feedback freuen und mich würde auch interessieren, wie du bei der Analyse vorgehst und welche Kennzahlen und Punkte du beachtest. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao!